Led und X 27, Estens, Cora Schumacher nimmt Entschuldigung nicht an. Der Schmerz sitzt noch tief. 2015 musste Cora Schumacher, 46, Let's Dance bereits als zweite Kandidatin verlassen. Die ZuschauerInnen riefen nicht ausreichend oft an. Doch das ist nicht der Grund, der Cora bis heute so wütend macht. Es ist die damalige Bewertung von Joachim Lambi. 58, der Juror gab der ehemaligen Rennfahrerin eine -1. Zudem hackt er noch heute auf ihrer Performance herum, und das stört Cora gewaltig. Nach der Show vom 24. Februar machte die 46-Jährige ihrem Ärger auf Instagram Luft. Auch ihr Ex-Mann Ralf Schumacher, 47, unterstützte sie. Nun entschuldigt sich Joachim Lambi öffentlich. Es tut mir leid, wenn es Cora Schumacher verletzt. Aber ich muss natürlich die Leistung bewerten. Gerne lade ich Frau Schumacher zu einem Kaffee ein und wir sprechen uns einfach aus. So der 58-Jährige gegenüber Bild. Doch Cora kann ihm nicht verzeihen, stellt gegenüber der Publikation klar, nach 8 Jahren fällt ihm das plötzlich ein. Diese angebliche Entschuldigung nehme ich ihm nicht ab und ich akzeptiere sie auch nicht. Schon gar nicht will ich mit Herrn Lambi einen Kaffee trinken. Anführungszeichen. Renata Lusin legt dieses Jahr bei Let's Dance aus einem süßen Grund eine Pause ein, die Profitänzerin ist schwanger. Das Spektakel auf dem Tanzparkett lässt sich die 35-Jährige dennoch nicht entgehen. Kurz vor der zweiten Show am 3. März blickt Renata auf die Bewertungen der letzten Woche zurück und lässt kein gutes Haar an der Jury. Ich muss sagen, dieses Mal war die Jury ziemlich hart und ziemlich unterschiedlich. Sie haben ziemlich tief angefangen. Das ist auch vielen Fans nicht entgangen, Mimi Kraus. 39, Ali Güngör Müs, 46, und Knossi, 36, hatten weniger als 10 Punkte. Und auch Ekaterina Leonova, 35, äußert Kritik. Zu einem Instagram-Foto, das sie in Aktion mit Tanzpartner Timon Krause. 28, zeigt, schreibt sie, ja, die Jurykritik war teilweise sehr hart. Unterkriegen lassen werden sich Ekat und Timon dennoch nicht und stürzen sich weiterhin voller Tatendrang auf ihre Trainingseinheiten. Und auch Renata Lusin sieht in den Bewertungen nicht nur einen Nachteil. Sie findet das Ganze sogar interessant, weil es sehr viele Paare auf ähnlichem Level gibt. Es gibt wirklich wenige Ausreißer dieses Jahr. So würde es länger spannend bleiben, vermutet Renata. Bei Let's Dance gehen die Profis während ihrer Trainingseinheiten mit ihren Schützlingen aufs Ganze. Verletzungen bleiben da nicht aus. Nachdem sich diese Woche bereits Fernsehkoch Ali Güngör Müs, 46, beim Tanztraining mit Christina Luft, 33, verletzte, hat es jetzt Christian Polank, 44, erwischt. Und es ist ernst. Christian Polank hat eine schmerzhafte Entzündung im Fuß, gibt RTL auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Let's Dance bekannt. Der 44-Jährige muss daher in der Show am Freitag, 3. März, pausieren, doch für Ersatz ist gesorgt. Sharon Battiste tanzt daher mit Alexandru Ionel, heißt es weiter. Der 28-Jährige schied bereits in Folge 1 mit Ex-GNTM-Gewinnerin Alex Maria Peter. 25, aus. Mit Sharon kann der Profitänzer jetzt erneut beweisen, was er kann. Oana Nechiti, 35, trat zuletzt 2018 in der 11. Staffel von Let's Dance als Profitänzerin an. Seitdem hoffen Fans auf ein Comeback. Dass sie wieder über das Parkett der beliebten Tanzshow wirbelt. Sei jedoch unwahrscheinlich, stellt die zweifache Mutter nun klar. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob sie je zurückkehren wird. Ich war immer mit ganzem Herzen dabei und habe mein absolut Bestes gegeben. Weil ich tanzen und das Format liebe, schreibt Oana daraufhin und fügt hinzu, es ist und bleibt die beste Live-Show Deutschlands. Anführungszeichen. Während der intensiven, schönen, turbulenten und emotionalen Zeit habe sie viel gelernt. Sei über sich hinausgewachsen.
Doch inzwischen befinde sich die Frau von Profitänzer Erich Klann, 35, in einer anderen Lebensphase. Nach 26 Jahren Tanzen möchte ich mich gern anders entwickeln und vor allem möchte ich ein Familienleben führen und keinen Tag mit Erich und unseren Kindern verpassen, erklärt sie. Die dritte Woche Tanztraining ist für die TeilnehmerInnen von Let's Dance angebrochen. In nur 3 Tagen müssen sie wieder ihr Können auf dem Parkett beweisen. Doch bei Christina Luft, 33, und ihrem Tanzpartner Ali Güngör Müs, 46, verläuft das Training derzeit mit angezogener Handbremse. Der Fernsehkoch leidet unter Schmerzen in der Achillessehne. Auch vom Arzt verordnete Schmerzmittel und Bandagen bringen nicht die gewünschte Linderung. Wie er in seiner Instagram-Story berichtet, seine Tanzpartnerin leidet mit ihm. Mein kleines Häufchen Ali, schreibt sie zu einem Video, das den 46-Jährigen auf dem Boden im Trainingsraum liegend zeigt. Sein Gesicht sagt alles. Er tut mir so fest leid. Ich möchte nicht, dass er Schmerzen hat. Ali gibt sich dennoch bislang nicht geschlagen, will unbedingt weitermachen. Ob er in der dritten Show am Freitagabend, 3. März, wieder über das Tanzparkett fegen kann, bleibt abzuwarten. Böse Überraschung für Saliha Sali Özcan, 34. Während sich die Foodbloggerin eigentlich voll und ganz auf ihr Training und den nächsten Auftritt auf dem Let's Dance Parkett konzentrieren sollte, musst sie sich nun mit einer perfiden Straftat in ihrem Unternehmen Silicon Valley, angelehnt an das in Kalifornien angesiedelte Silicon Valley, einem Areal für Start-ups, Anmerkung der Redaktion, herumschlagen. In ihren Büros im badischen Waghäusel wurde eingebrochen und die bisher unbekannten Täter*innen hinterließen eine Spur der Verwüstung. Wir sind alle unter Schock, schrieb ihr Mann Murat einen Tag nach Entdecken der unbegreiflichen Tat. Uns fehlen momentan die Worte. Anführungszeichen. Wie Fotos in der Instagram-Story des Schwaben zeigen, stellten die dreisten Eindringlinge alles sorgfältig auf den Kopf, neben Fußspuren hinterließen sie aufgerissene und offenbar durchsuchte Schränke und einen mit einer Flex aufgebrochenen Safe. Bargeld und Elektronikgeräte seien gestohlen worden. Keine Einzeltat. Wie die zuständige Polizei gegenüber Bild bestätigte, sei in derselben Nacht in 2 weitere Räumlichkeiten in der Gegend eingebrochen worden. Es könne durchaus von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Ein schwacher Trost für Sali und ihren Liebsten. Dennoch gibt sich die 34-Jährige auch außerhalb der TV-Show kämpferisch. Uns geht es gut, erklärte sie in einer Instagram-Story. Ein Glücksfall, denn sie hatte in der Nacht verdächtige Geräusche gehört. Ich habe es nur nicht realisiert, erinnert sie sich und erklärt sich ihr Nichthandeln auch mit der nächtlichen Wetterlage. Es war nämlich gestern richtig windig. Und unsere Jalousien klappern immer so laut. Und dann habe ich die Jalousien hochgefahren, Fenster zugemacht. Und dann habe ich geschlafen. Ich war einfach fix und fertig vom Training. Vielleicht eine Fügung, denn eine Konfrontation mit den Täter*innen hätte übel enden können. Wie Sali richtig vermutet, ich bin einfach nur froh, dass sie nicht zu uns nach Hause gekommen sind. Und auch nicht zu uns ins Büro. Weil im gleichen Haus ist es schon gruselig. Anführungszeichen. 2 Jahre hielten Chris Anticavazzi, 34, und Tom Beck, 45, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Ich wollte eigenständig sein, erklärte Cavazzi letztes Jahr bei Gala im TV. Doch auch seit Bekanntgabe der Liebe behält das Paar sein Privatleben weitestgehend für sich. Paar Fotos sind nur wenige auf dem Instagram-Account der GZSZ-Schauspielerin zu finden. Doch zum Geburtstag ihres Liebsten macht die 34-Jährige eine Ausnahme. Happy Birthday, Liebe meines Lebens, schreibt Chris Anticavazzi zu einer Reihe von Privataufnahmen, die einen Einblick in die kleine Familie der Niedersächsin geben. Die meisten Fotos sehen verdächtig nach Urlaubsschnappschüssen aus. An Urlaub kann die Schauspielerin allerdings gerade nicht denken, gemeinsam mit Vadim Garbuzov, 35,
wirbelt sie Woche für Woche über das Parkett von Let's Dance und macht dabei eine gute Figur. Ihren kleinen Sohn muss sie für das Training und die Live-Shows in Köln zurücklassen. Das ist für die Berlinerin nicht leicht, es ist das erste Mal, dass ich woanders bin, erklärt die Schauspielerin offen im Interview mit RTL. Zum Glück gibt es noch den Papa. Der TV-Star ist nicht nur für seinen dreijährigen Sohn da, sondern stärkt seiner Liebsten auch den Rücken. Sie haben eine Sendung verpasst. Alle Let's Dance-Infos können Sie in unserem News-Ticker nachlesen. Verwendete Quelle: Instagram.com, FT.com, Bild.de.